an, Grünschnabel. Zu deiner Reitmaschine. Na dann. Du hast einen Bogen dabei. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Gegen die anderen Teilnehmer? Wenn ich Tosis. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. Oha. So lohnt sich die Sache. Ich mach's jetzt doch mal mit. Du kannst einen Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Ein Testlauf wäre nicht schlecht. Aber gerne. Okay. Beschleunigen, verlangsamen. Andere Teilnehmer des Rennens schlagen, Objekt benutzen. Nach hinten ziehen wir den Bogen gezogen. LOL. Okay. Ah, Betäubungsfall, okay. Verstehe. Und das ist Fleisch oder was? Hohe Stärkung auf. Ah, okay, für das Vieh. LOL, Need for Speed für Ammo oder was? Das hält mich so ein bisschen an. Oh wei. Okay. Das ist Position 1. Feuerrennen, Schockpfeile und andere Reitmaschinen zu verlangsamen. Okay, 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 verstehe. Springen. Ah, okay, den Boost nehme ich also. Verstehe, so langsam habe ich es raus. Mehr als drei kann ich eh nicht benutzen. Ich verstehe. Und hier kann ich immer wählen, was ich will. Das machen wir. Von hier aus kann's losgehen. Wir sehen uns am anderen Ende. Kann ich die Maschine nicht einfach vernichten mit meinem Scharfschussbogen? Bam! Oh, komm schon. Ist das gemein. Oh, ist das gemein. Das mit dem Pfeil ist echt mies. Was war das denn? Das kann ich ja vergessen. Das ist dumm. Das ist überhaupt nicht meins. Ist die gerade? Ah!
Ja, muss ich die... Muss die Typen treffen, oder? Überraschung! Oh ja! Überraschung! Also das mit dem Schlagen, das haben sie ein bisschen übertrieben, weil die Steuerung ist echt mies. Das ist ja echt ein Kampf, ey. In den Fingern. Ich hol dich von den Beinen. Ja! Schön! Wunderbar! Kannst du vergessen. Das ist... Ich weiß nicht, Leute. Überlass das Rennen lieber den Leuten, die es können. Den Rennspielen. Sorry, Guerilla Games, aber... Nein. Einfach nein, okay? So, Quest. Was habe ich denn hier? Kann ein Rennen auch so extrem gestalten, dass man da gar nicht mehr vorankommt? Bei aller Liebe. Da war ich doch schon. Achso, die wollte ja nur wissen, was die da machen. Okay. Nee, nee, irgendwie. Keine Ahnung. Alles in Ordnung, Porgov? Ah, meine Stahlflammenfreundin. Sieh her. Oh, deine Kassette, die ich aus dem Tunnel hab. Genau die. Es wurde mir vermacht, als meine liebe Mutter starb. Ich hab das Ding aber nie aufgekriegt. Doch das Schloss brach wohl ab, als der Steinbrecher angriff. Nachdem ich endlich weiß, was drin ist, soll Master sie bekommen. Meine Schwester, sie kann sie besser gebrauchen. Moment. Warum konntest du sie nicht öffnen, wenn es deine war? Ich hab den Schlüssel verloren. Du weißt schon, kleine Dinge, große Hände. Nicht, dass du wirklich weißt, wie das ist. Deine Hände sind ja eher zierlich. Nein, nicht zierlich. Wohlgeformt. Das ist es. Porgov? Na gut, ich hab sie geklaut. Massa sollte sie ja bekommen, doch ich... wollte was von meiner Mutter, um sie nicht zu vergessen. Die Kassette gehört also eigentlich deiner Schwester und du willst sie zurückgeben. Was darin hat denn deine Meinung geändert? Gar nichts. Ich dachte nur, sie will sie zurück. Sie und Mutter standen sich nah. Ich, tja, bin wohl etwas weiter vom Stamm gefallen. Okay, Porgov. Du willst, dass ich die Kassette deiner Schwester gebe. Wo ist sie? Das ist eine gute Frage. Sie arbeitete zuletzt in Kettenkratz. Da lebt eine Freundin. Ich kann sie fragen. Haha, gut geschmiedet und gut verknüpft. Wenn ich dort bin, versuche ich deine Schwester zu finden. Dann höre ich ihre Seite der Geschichte. Okay, gut. Wenn du Massa siehst, sag ihr, ich denke oft an das fliegende Fass. Okay. Hört sich interessant an. Ich weiß, wo ich Massa finden kann. Oh Mann, diese Laufquest, ernsthaft. Eieieiei.
dachte, hier gibt's bessere Quests. Von Ryzen hätte ich mehr erwartet. Ups, Entschuldigung. So, Petra. Hey, Flammenhaar. Noch eine Runde. Was gibt's Neues, Aloy Maschinenjägerin? Wie geht's den Flüchtlingen? Sie bleiben meist unter sich. Aber sie haben Essen und eine Bleibe. Manche haben sogar Arbeit gefunden. Gute Idee, ihnen das Sturmvogelherz zu geben. Ich helfe gern. Ich hoffe, sie kommen wieder auf die Beine. Ich sehe ab und zu nach ihnen. Dann geht's ihnen gut. Das ist doch schön. Wenn die Petra sich drum kümmert. Hey, ich suche nach einer Osseram namens Marsa. Vielleicht arbeitet sie hier in Kettenkratz. Kennst du sie? Marsa? Ja, natürlich. Starke Frau. Sie arbeitet wirklich hart. Nicht wie die ganzen anderen Tölpel hier. Warum suchst du sie denn? Ich traf ihren Bruder im Westen. Er bat mich, ihr ein Familienerbstück zu geben. Ha, wusste nicht, dass Marsa einen Bruder hat. Naja, ich habe gehört, sie hat bei einem dieser alten Kaja-Signaltürme gearbeitet. Im Nordosten. Danke. Osseram-Familien sind nicht ohne. Viel Glück mit diesen Zankereien. Na gut, müssen wir los. Tja, ich muss jetzt los. Danke für den Drink, Petra. War schön, dich zu sehen. Jederzeit, Flammenhaar. Die Petra, die ist super. Bist du bereit? Nach hier werden Schweine gefüttert, okay. Schritte? Okay. Hast du von dieser reisenden Osseram-Truppe gehört? Aha. Wie, ich kann da nicht hinreisen. Ist ja lame. Scheinbar nicht. Kann ich nicht zum Signalturm reisen? Scheinbar nett. Schade, aber auf der anderen Seite hatten wir nicht noch eine Unterwasserhöhle? Petra sagte, Porgovs Schwester arbeite in der Gegend. Ich glaube kaum, dass sie sich freuen wird, von ihrem Bruder zu hören. Zumindest bekommt sie ihre Kassette zurück. Ja. Ja gut, ich meine, wenn mein Bruder mir was klauen würde... Marsa? Ja? Was geht dich? Oh, die Nora-Frau. Woher kennst du meinen Namen? Ich traf deinen Bruder, Porgov, im Westen. Von ihm ist das hier. Mamas Kassette. Der elende Tölpel hat sie mir gestohlen. Bei der Schmiede, das Schloss hat er kaputt gemacht. Also, das war von einem Steinbrecher. Oh, also ist er tot. Nein, als er sah, was drin ist, wollte er, dass du sie hast. Oh, dann hat ihm wohl seine Schuld zugesetzt. Schauen wir mal. Ein Juwel. Komisch, dass er sich das nicht genommen hat. Und ein Brief. Von meiner Mama. Ihr letzter Wunsch war, dass ich mich mit Porgov versöhne. Aber das macht keinen Sinn. Porgov hat ihr, der ganzen Familie, Kummer bereitet. Immer den leichten Scherben hinterher, statt meinem Vater in der Schmiede zu helfen. Ich habe in meinem Leben keinen Platz für ihn. Wenn Porgov den Brief gelesen hat, dann will er sich vielleicht auch versöhnen. Ich sollte dir auch sagen, dass er sich an das fliegende Fass erinnert. Der Tölpel. Als Kinder haben wir Metallplatten genommen und sind einen großen Hügel runtergerutscht.
Eines Tages hatte Porgov die Idee, sich ein altes Fass zu nehmen. Was? Er stieg hinein und los ging's. Aber er hat am Fuß des Hügels nicht gestoppt. Das Fass rollte mitsamt Porgov weiter und von einem Felsvorsprung herunter. Das Fass flog, als ob es plötzlich Flügel bekommen hätte. Und dann platsch, direkt in einen See. Ich dachte, er würde ertrinken. Aber er schaffte es von selbst zurück an den Strand und schrie, nochmal! Eine schöne Erinnerung. Schön. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass wir uns nicht stritten. Wir lagen am See herum und lachten, bis das Atmen wehtat. Als du meinen Bruder trafst, sah er gut aus? So gut, wie es jemandem mitten in der Wüste möglich ist. Du könntest selbst nach ihm sehen. Nein. Ich hörte, dass einige Leute sich auf den Weg dorthin machen, aber ich weiß nicht. Ich überleg's mir. Danke für diese Lieferung. Hier, für deine Mühe. Danke. Falls du dich entscheidest zu gehen, kannst du deinen Bruder in Lager nirgendwo finden. Klar, dass er es nach nirgendwo schafft. Diese... Schön. Okay. Immerhin gibt es Fähigkeitspunkte. Das muss ich ja lassen. Gestützter Schuss. Den habe ich. Ich würde aber das hier machen. Die habe ich schon. Ah, das ist so eine passive, ne? Ups. Aber warum? Hey, ich will die Fähigkeit haben. Fähigkeit gelernt. Lege einen zweiten Pfeil an. Tippe R1 an, um einen weiteren Pfeil einzulegen. Feuere mit R2. Ja. Fähigkeit bereits erlangt. Ich würde gerne... Also super, dass das super klappt. Habt ihr gut gemacht. Finde ich super. Ihr habt doch beides. Ja, wie kann ich die jetzt... Um die Technik zu wechseln, öffne am Waffenrad. Okay. Man kann es auch komplex machen. Hauptsache kompliziert, ne? Hohe Salve, Dreifachschuss, niederschmetternder Schuss, Dreifachschuss. Lol. Da frage ich jetzt mal nicht. Na gut. Hauptsache komplex. Ich finde das, wenn man es zu stark macht. Rebellenaußenposten. Bin ich hier jetzt so weit durch? Ja, ne? Da würde ich gerne hin. Die Furche. Unterschlupf. Naja. Gut. Unbekanntes Schlangenzahnareal. Okay. Muss eh erstmal gucken, ob ich hier irgendwelche Tiere finde, weil ich noch ein paar brauche. Geier.
Ich weiß gar nicht, ob ich Geier brauche. Ich glaube nicht, ich brauche Kaninchen und Hühnerfeder. Oh nein, ich kann doch nicht hier durch die Gegend laufen und kann Hühner schlachten. So, ich will mal gucken, was hier in der Nähe ist. Aktuell noch nichts. Säure würde viel Schaden verursachen. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl. Wie schießt die denn? Will zwar nichts sagen, aber. Jetzt vergessen. Oh Mann, seit wann hat die denn so Probleme mit? Keine Entfernung. Ja, ich habe vergessen, wie sie hier reinpacken. Ja, natürlich. Ich gebe nicht auf. Ich will es noch nicht sagen, aber da habe ich nicht hingezielt. Was gibt's hier dann noch? Gar nichts. Ganz ruhig, Aloy. Was zum Geier? Hm.
Also ich habe so das Gefühl, dass hier die Reichweite wesentlich zu gering ist. Ich meine, komm schon, das kann doch nicht sein, dass du hier nicht triffst. Irgendwas haben sie da verkackt. Das ist traurig. Oh, das ist die Limitierung der PlayStation. Was für ein Fund. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wo ist jetzt das lilane Zeug hin? Ich hab doch hier... Kaninchenzeug brauche ich noch. Noch direkt. Sag bloß, das Zeug verschwindet jetzt. Vor allem die Kaninchen. Das wäre ja echt weird. Soll man da Kaninchenhaut finden, wenn die Kadaver verschwinden? Jetzt muss ich raten, der Eingang ist hier, oder? Nicht zu finden gewesen. Das ist jetzt im Blick. Was? Alter, das ist... Das muss ich googeln. Sorry, Leute, aber das geht ja mal gar nicht. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.